Ich habe auf den Frequenzen des Widerstands Gespräche abgehört, während ihr weg wart, um die Sprengsätze zu platzieren. Die Granaten des Widerstands funktionieren nicht mehr richtig. Wisst ihr etwas darüber? Wunderkiste hatte eine Idee, wie sich zivile Opfer begrenzen lassen. Ich habe sie ausgeführt. Zivile Opfer haben wir einkalkuliert. Zivilisten und Widerstand müssen die Bomben gleichermaßen fürchten. So untergraben wir ihre Moral. Davon einmal abgesehen, wenn ihr meinen Befehlen zuwiderhandelt, müssen die imperialen Truppen über jede Änderung informiert werden. Wir müssen jetzt sämtliche Granaten wegschmeißen, die wir bergen konnten, weil wir nicht wissen, welche explodieren werden. Hört ihr auch dieses Mimim? Ich bin zu weit gegangen. Bitte verzeiht mir. Na gut, das muss... Schätzt euch glücklich, dass ihr nicht zu unserer Befehlshierarchie gehört. Wenn ich, wieder zu meinem Meister komme, dann wirkt mich mein Meister wie ich leere Scheiße, wo ihr verzapft dann, weil er wieder zu lieb waren. Sicherlich nicht mehr zusammenarbeiten. Du hast Entschuldigung gesagt. Ja, einer muss ja machen aus der Gruppe. The power of the dark side, Akademie. Wo haben wir denn jetzt noch eine Quest? Okay, wir müssen jetzt zum Skyhopper im imperialen Gorinth-Außenposten, da wo wir vorhin schon hingefahren sind. Weil dort kriege ich direkt eine Quest angezeigt. Oh, shit. Beton, was war denn das? Erklär mal das, Mo. Was denn? Er ist nur rechts durchspielt, dann bin ich von rechts nur links wieder. Ja, weil ich hinten auch eine blaue Schrift gesehen hatte und hab gedacht, da wäre Fähigen. Zu schön. Also der rechte von den Zweien, wo da unten so nah zusammen sind. Name. Reuter Taxi. Skyhopper im Gorinth Außenposten. Das ist falsch. Heran Gorinth Außenposten. Nein, das ist richtig. Bei Treuderposten habe ich Quests, beim anderen nicht. Ja, der Treuderposten ist lila, aber du musst dann rundherum fahren, den Aufzug nehmen, um nach oben zum Gorinth-Posten zu kommen. Oh, hast du auch so ein Schneetaxi? Ui. Ui. Also ja. Ihr könnt gerne den anderen Punkt nehmen, ich warte dann oben auf euch. Nee, ich glaube, ich sehe dich. Wenn der jetzt nicht wieder vorbeifliegt, ist alles okay. Cooles Teil. Ich habe noch so eins. War das so ein ähnliches? Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ohne Wertverkauf. Der spießt einen hier voll auf, während er da reinfliegt. Okay, reg sich beim Parken. Es ist mir eine Ehre. Wie gefällt euch Balmora bislang? Wirkt ziemlich belanglos, was? Im Vergleich mit anderen Kriegsgebieten geht es eigentlich. Dann seid ihr noch nicht lange genug hier. Getarnte Truppen des Widerstands haben die imperialen Außenposten infiltriert, starten Blitzangriffe und hinterlassen keine Spuren. Das Imperium meint, sie sind nicht zu besiegen. Ich sage, sie sind es doch. Was ist so fürchterlich an ihnen? Man sieht sie nicht, bis sie einen töten, so sagt man. Aber ich habe die Technologie gebaut, mit der sie sich verbergen. Ihr Lager ist in der Gorinth-Wildnis, aber sie haben rundherum Minen gelegt, um Fremde fernzuhalten. Passt auf, wo ihr hintretet. Mit diesem Gerät könnt ihr die getarnten Kämpfer entdecken. Aber sie sind schnell.
Wenn ich euch noch einen Rat geben darf, schlagt behende und brutal zu. Na, Logo. Okay. Oh, ja, ich war der Letzte. Übrigens ist bei mir der XP-Boost weg. Dann benutze ihn. Man sieht schon, wenn der weg ist. In deiner wenn Leiste. Der Buff weg ist. Aber da du jetzt Abonnent bist, kriegst du sowieso schon mehr Erfahrungspunkte. One hit. Ich mach so wenig Schaden. Muss ich ja auch nicht. Oh, die sind ausgewischt. Weg. Vor allem müssen wir die nicht töten. Doch. Nein. Die sind, wir müssen die Getarnten enttarnen und dann töten. Da vorne sind Kristalle für dich. Betonente. Ja. Mach da mal so. Damit ist die Quest ja sogar schon abgeschlossen. Mhm. Wollen wir sie gleich abgeben und dann weiter zum nächsten? Ja, vom Weg her. Ja. Was ist besser? Ja, dann gehen wir sie ab, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es dort ganz hinten nochmal... Ein... Gibt es dort hinten noch einen Gleiter? Nee, da müssen wir so oder so hin. Aber falls der noch eine Folgequest hat oder so. Keine Überraschungsangriffe mehr. Gut. Captain Rigel ist am Holo. Er möchte mit euch reden. Mein Sith Lord erlaubt mir meine äußerste... Was für ein Riegel ist er denn? Kinderriegel? ...mit euch auszudrücken. Operation Umschwung war erfolgreicher, als ich mir hätte vorstellen können. Man munkelt, dass der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol Argen nach Balmora kommt. Er spielt uns direkt in die Hände. Wir reden mit Captain Kinderriegel. Ich hoffe, er taucht auf. Dann bringe ich ihn um. Das ist er nicht jünger auf der Packung? Nun, da die Wirklichkeit sicher ist, sind wir bereit für den letzten Angriff. Colonel Vrain, Leiter des Imperialen Gebietssicherungskorps, ist hier, um die Mission zu beaufsichtigen. Er ist beim Sundari-Außenposten in Angriffsreichweite des Hauptstützpunkts des Widerstands. Jetzt oder nie. Ja, okay, er hatte zwar eine Folgequest, aber ich glaube, da sind wir noch nicht unterwegs. Abfahrt. Tutu. Fauxi, wo ich ist dein Tierchen? Ich hab das Tierchen nur in Fisches Haus gesehen. Seit dem Hock schon im Mittwoch. Doch die ganze Zeit. Achso, du meinst das? Das Town Town. Ich hab genau. Das Gefühl, die Dinger hier sind schneller. Kann mir zumindest so vor, Leute. Welchen gibt's auch diese, ich würde jetzt fast sagen, Eidechse aus Episode 2 vom.
Gut, ich muss das jetzt aussprechen. Obi-Wan? Ich glaube schon, ja. Ja. Cool. Jetzt irgendwas machen. Und jetzt sah nett, das war AM. Ne, hier ist nur noch mal zum Reparieren, falls noch. Und verkaufen, falls noch wer muss. Und jetzt sah nett, das war AM, irgendein Kartellkram. Bestimmt. Krieg mal. Die coolsten Gleiter sind so gut wie alle Kartellkram. Sitze ich auf meinem Tisch. Wie kann man dann deine Kartellkram erhöhen? Monatlich. Ich habe jetzt deine Authentikator drin zum Beispiel. Damit kriegst du 100 im Monat. Dann, wenn du Abonnent bist, kriegst du nochmal 500 Münzen pro Monat. Mhm. Wenn dann jemand, also es gibt ja, wenn du Abonnent bist, dann diesen Freundeslink. Für jeden, der sich darüber es retour holt und auch ein Abonnement dann abschließt, ich glaube, für jeden Spieler da gibt es auch nochmal 500 Kartellmünzen. Okay, dann werde ich wohl ein Abo machen. Und die liebe Community tut uns an allen einen Gefallen, wenn sie über unseren Link sich das Spiel holt. Wenn sie dann sowieso mit uns mitspielen wollen, hier in unserer Gilde. Feenperator Betauxi ist auf jeden Fall genug Platz für alle. Wir lassen es euch dann in der Folge wissen, wer von uns alles schon Account Boost hat von M von euch. Damit wir wissen, wem dann noch unterstützen müssen. Ja, am besten so, dass halt jeder einer, erstmal jeder ein und dann jeder zwei. Ja, das wäre echt nice, ne? Jo, hier die Klassenstory wieder. Wenn man so Freundesinladung verschenkt, also ich verschenke das jetzt, hat dann derjenige auch irgendeinen Vorteil? Ja, also der geworben wird, kriegt auch Vorteile, aber ich hab's jetzt nicht im Kopf. Soweit ich weiß, gibt's dann auch so Erfahrungsschübe und dergleichen und... Also ihr seht... Ich meine, wenn ihr bei uns in die Gilde kommt, habt ihr auch einen Vorteil davon, denn da gibt's einen Erfahrungsbonus. Ihr seht in der Hand auf jeden Fall auch, was du durch dann. Genau, ich meine, wenn wir hier jetzt weiter sind, wird es auch so sein, dass wir die Gildenbank uns demnächst holen. Darüber gibt es dann die Möglichkeit, Items sich zu holen, weil wenn wir unsere Berufe ja geskillt haben, dann werden wir unseren Überschuss dort reinpacken, sodass jeder dann damit skillen kann. Oder hergestellte Items, die wir nicht brauchen, können wir dort dann reinlegen. Ich meine, wir haben auch genug von der Community schon, die auch immer wieder gerne online sind und spielen. Ich hin? Ja, ich guck grad. Wo ich hin muss. Ich hab gewartet, der, wo auf dich zurennt, dann hab ich auch gecharged. Sehr nett, dankeschön. Also hier ist schon mal nicht der Typ, den wir suchen. Wir suchen Hiran. Soweit ich das jetzt gesehen habe. Lauter Menschen. Wer ist. Ja, wir müssen bestimmt irgendwen hier aus dem Gefängnis befreien, denke ich jetzt mal. Ja, natürlich, denn es ist. Ach, der Junge, der sich nicht allein befreien kann. Ja, ja, genau, der Sis, der zu doof ist. Wo ist er denn? Ihr
alte Herr hat euch geschickt, nicht wahr? Er muss mein Signal empfangen haben. Ich schätze, der alte Herr ist immer noch zu etwas Nütze. Ihr seid der Sith, von dem er so viel geredet hat, nicht wahr? Je eher wir das erledigt haben, desto besser. Ich bin nur froh, dass ich vom alten Herrn keine Befehle bekomme. Doch der Karte schau, wo ihr rumrennt, wo ich bin. Jetzt tut mich hier raus! Gebt mir nur einen guten Grund. Mein Meister ist mächtig. Bestimmt habt ihr von ihm gehört. Lord Estras. Er wird nicht glücklich sein, wenn ich nicht lebend zurückkehre. Mein Meister hat mich hierher geschickt, um das Holocron zu finden, das die Republik irgendwo ausgegraben hat. Ich habe das Holocron. Jetzt muss ich nur noch hier raus. Welchem Zweck dient das Objekt? Das Holocron an sich ist nichts Besonderes. Das Holocron ist eine Karte, die zu einer mächtigen Waffe der dunklen Seite führen soll, die hier auf Balmorra versteckt ist. Die Waffe gehört mir, wenn ich sie finden sollte. Und das werde ich. Jetzt, da ihr hier seid, um mich zu befreien. Ich werde euch befreien, wenn ihr mir das Holocron gebt. Ha! Ich habe keine Angst vor euch. Ich bin verletzt, aber immer noch ein Sith. Ich habe das Holocron gefunden. Es gehört mir. Und jetzt lasst mich hier raus. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich bin wirklich zu freundlich. Sieht so aus, als wärt ihr wie mein alter Herr. Schwach! Ich werde ihm erzählen, was ihr für mich getan habt. Vielleicht belohnt er euch. Jämmerlich. Beim nächsten Mal werde ich nicht dabei sein. Ich würde nicht damit rechnen. Was für ein... Punkt, 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 Piep. Ich bin jetzt echt rausgelassen, damit ich so arg gemacht hat. Ja, denn wenn wir ihn nicht befreien, gibt uns der andere Typ nicht das, was wir wirklich brauchen. Und es gab keine... Ja, okay, dann lasse ich dich halt hier drin und guck, wie du weiterkommst. Weiter. Ja, Betonente. Dann geht's weiter nach unten. Guck mal, nicht Splitze schießen. Hier, Schuf. Abkürzt. Ich hätte so gelacht. Wollen nämlich immer alle Falles hier? Ich hätte so gelacht. So. Rangecharged und plumps, ohne. Bist du da runter oder bist du da jetzt runter einfach so runter? Ja, man einfach so runter. Guck mal, wenn das mit Charge machst, krieg ich noch nicht mal Schade. Denk dran, Stäffelchen zu drücken, nicht die 1. Juhu!
Was ein Abstand. Und ich weiß, ich glaube, das ist eine Heldenquest. Yep, eine Heldenquest. Ist die Arschboss voll? Ich weiß nicht. Mit deiner Flagge? Sieht ganz schick aus. Ja. SWTOR-Logo. Jesus, was machen die mit mir? Wo ich schlaf, kippt sofort. Ach, Zorn! Wachsen die dann auch Haare, wenn du zornig bist? Kann ich den Link mit dieser Kiste hochjagen? Lohnt sich nicht mehr. Taschen ohne ans Kind Tragschloss. So hat das gerade ausgesehen. Mhm. Ein mit meinem Blitzerteil, der bisschen kitzelt. Mhm. Mit dem Würgegriff ungewohnt. Wollen wir alles machen? Wie alles. Aber wenn Spiel... alles oder nur questrelevante Sachen halt. Ich weiß nicht, ich bin 33, hier sind alle 34. Das ist halt, weil wir noch nicht mal Mission machen, oder? Ja. Mir ist egal. Wir sind ja alle zusammen, also ist es egal. Oh, das ist ein großer. Jawohl, ich kann Attacke spammen bis zum geht nicht mehr. Wow. Oh, oh, was war denn da? Irgendwer hat einen Helm gekriegt. Blau, das war so ein Widerschutzhelm. Wer hat einen Widerstandsschildgenerator? Ich kann es aber nicht anziehen. Dafür brauche ich mittelschwere Rüstung. Kannst du es weitergeben? Kannst du den einer von euch tragen? Sie ist ja Abo und normal. Naja, der war ja blau, also kann ihn jeder tragen. Jeder, mit der mittelschwere Rüstung trägt, hat. Das wäre Impin. Soll ich ihn dir geben? Warte. Ist das eine mittelschwere Rüstung, was ich trage? Wo steht denn da? Ich gucke einfach mal, ob es farbig bleibt. Ja! Ohne... Ja, genau. Oh Gott, was für ein Bodycup wird das jetzt? Es kann nur besser werden. Auxi, wie sehe ich aus? Dick? Boah, da was. Die Frage ist halt, wo siehst du was? Ich habe keine Augen mehr. Naja, besser als vorher. Foxy, du kannst deinen Helm als Abonnent jetzt ausblenden. Falls er dich stört. Ich hab glaube ich nicht mal zu Ende an. Du kannst ja jetzt lila eine Sache machen. Hast du damals in der Instanz sowas bekommen? Wenn, dann hast du jetzt im Schiff, oder? Boah, die haben mich komplett umgeschmissen. Los, Käse, geht ab wie die Schnitzel.
Halt, gibt's Tiefkühlkorb. Die ganze Zeit in meiner Tasche die Bullet-Korn-Kurse.